Ja, oder weniger Luftzufall habe ich hier gefunden. Das ist der Deutsche Sportbund, ja, oder der Deutsche Olympische Sportbund auch, sich beteiligen an der Aktion Netze gegen Gewalt. Liest sich erstmal gut. Ist aber eine Aktion rein für Mädchen und Frauen, beziehungsweise, also Prävention. Das ist eine Aktion, die sich nur um Frauen und Mädchen kümmert. Ja, hier erstmal zu den Informationen, die wir so ausgeben. Grenzen achten heißt hier die Aktion von der Gouvernementia aus Worms zum Beispiel. Und die ruft Männer zu mehr Respekt gegenüber Frauen und Mädchen auf. Ich habe mich schon mal gefragt, ob das überhaupt möglich ist, weil, also ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie kein Respekt herrscht, sondern eher umgekehrt, werden die Jungs andauernd angemacht für irgendwas, wo sie möglicherweise gar nichts für können. Und die Männer sind da eben in so einer Ecke, wo sie sich nicht, wo sie nicht so richtig raus können. Also Respekt ist das eben auch nicht, wenn man so Leute in so eine Ecke drängt. Trotzdem haben sie eben das Motto ausgerufen, eben mehr Respekt gegenüber Frauen und Mädchen aufzubringen. Und zwar durch Männer, ja, haben wir uns angesprochen fühlen. Ne? Also ich finde das ein ganz schön starkes Stück, mir das sozusagen zu unterstellen, dass ich da nicht genug Respekt aufbringen würde. Gegen vernünftige Frauen bringe ich auch extrem Respekt auf. Gegen rumkackende Feministinnen natürlich nicht, das ist klar. Ne? Ja, also sie machen sich gegen Belästigung stark, heißt es hier unter dem Schriftzug, warum posieren dann die Fußballer. Das ist die Kampagne eben, die vom Sportbund ausgezeichnet wurde. So eine Auszeichnung im Rahmen des ersten Vereinswettbewerbs Starke Netze gegen Gewalt. Grenzen achten heißt die Aktion und die richtet sich gegen sexualisierte Anmacher, heißt es im öffentlichen Raum. Also, habe ich noch nicht erlebt, glaube ich. Verbale Belästigung hinterherrufen. Ey du hast ein Portemonnaie verloren. Nachpfeifen, obszöne Kommentare. Naja, passiert doch praktisch nicht, meine Güte. Und wenn, dann kann man auch was sagen. Hey, sag nicht so respektlos oder so ein Arschkommentar, mit so einem will ich auf jeden Fall nicht übergehen oder was weiß ich, ey. Sie sind so schwach, ne? Können nichts, sie können nicht mal was sagen. Und nicht mal irgendwie verbal wehrhaft oder so. Meine, viele sind ja verbal wehrhaft, das ist doch Quatsch irgendwie, auch das braucht doch kein Mensch. Whatever. Grenzüberschreitungen wie Begrapschen von Frauen und Mädchen sind natürlich nicht erlaubt, aber auch das sieht man doch im öffentlichen Raum nicht. Ja, ich meine, hier geht es um Sportvereine und das kommt doch da auch sehr gut vor. Vor allen Dingen sind da meistens auch genug Leute, die sowas dann mitbekommen. Also, ich finde das deutlich übertrieben hier und ja, da werden sich eben Pfründe aufrechterhalten. Natürlich gibt es auch die entsprechende Statistik dazu, keine Frage. Gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Auf jeden Fall hat die Regina Meier vom Frauennotruf Worms, die findet es ja toll, hat das Kampagnenthema eben so zusammengefasst. Und die hat gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, der Jasmin Olbert und der Annika Baumann vom ASB Kinderschutzdienst, die Kampagne konzipiert. Gemeinsam mit Marcia Moritz ist es umgesetzt. Meine Güte, haben sie denn drei Frauen mit beschäftigt mit so einer Kampagne für so ein Foto mit einem Schriftzug drüber? Sag mal. Whatever. Schlimmer ist nämlich, es heißt hier noch, meist wird nur darüber gesprochen, was Frauen und Mädchen zu ihrem Schutz tun können oder wie sie sich gegen unangenehme Anmache wehren können. Und da war ich schon gedacht, in dem Moment, Moment, das erinnert mich doch genau an die Sprüche aus Amerika. Und genauso ist es, man kann das im Prinzip eins zu eins in Englisch übersetzen und kommt dann bei Teach Men Not to Rape raus. Also lehrt die Männer nicht zu Vergewaltigern zu werden, sozusagen. Und das impliziert natürlich, dass alle schon dieses Gen sozusagen in sich hätten, dieses Vergewaltiger-Gen. Und dafür kriegen die Geld vom Staat, ne? Das ist eine Schweinerei. Das ist eine Riesenschweinerei. Ja? Wir müssen Männer dabei klar als die Verantwortlichen für solche Situationen benennen und sie auffordern, ihr Verhalten zu ändern. Ja, was soll ich denn ändern? Soll ich mal eine vergewaltigen oder was? Weil bisher habe ich das noch nicht getan, hatte ich eigentlich auch nicht vor, ey. Also ich glaube nicht, dass einer mich auffordern sollte, mein Verhalten zu ändern, weil es ist mit Sicherheit schon ganz okay. Aber die Jasmin Olbert, die sieht eben. Ja, die weiß eben nicht, wen sie da auffordern soll, und dann fordert sie alle auf. Und das nennt man Sippenhaft. Und das ist verboten seit den Nazis, weil Sippenhaft auch Judenhaft bedeutet, Leute. Es ist so zum Kotzen unterirdisch, ne? Erklärt Jasmin Olbert den Perspektivenwechsel, ja, von normal auf rassistisch-faschistisch, ne? Das ist der Perspektivenwechsel, im Umgang mit dem Thema, den sie Kampagnenmacherin zum Ziel gesetzt haben. Ihr könnt doch nicht einfach so alle über einen Kamm scheren. Meine Fresse, ja, habe ich mich total darüber geärgert. Über den Sportbund und was die da für einen Quatsch, auch noch ein Geld wahrscheinlich kosten hier, die blöden Beauftragten und so. Die haben nichts zu tun.
Ja, nichts Vernünftiges zu tun und wir würden wahrscheinlich auch keine richtige Arbeit kriegen, sag ich mal. Aber wir müssen die alle durchfüttern, ey. Das ist doch nicht in Ordnung. Und da müssen wir uns von denen auch noch sagen, dass wir zu leben haben und was gerecht und ungerecht ist. Und welche Grenzen wir beachten sollen. Also ich meine, allein das Motto ist ja schon Grenzen achten, ey. Wenn man Grenzen achten kommt, dann sehr wenig, erreicht man sehr wenig im Leben. Man muss mal Grenzen überschreiten und Ketten sprengen und seinen Schatten überspringen, wenn man mal irgendwo hinkommen will oder so. Also Grenzen achten, das funktioniert denn eigentlich überhaupt nicht so richtig. Natürlich muss man auf Regeln achten und auf Gesetze. Aber Grenzen, vor allem meine eigenen Grenzen, muss ich mal überschreiten ab und zu, um irgendwie was zu erreichen. Also das ist blind und das war vielleicht auch schon vorher abgemacht oder so, weil die haben ja auch irgendwie alle, stecken ja so ein bisschen unter einer Decke hier, offensichtlich in Worms. So groß ist das Kaffee auch nicht. Ja, wer mag, kann sich sicher auch hier die Motive der Aktion mal angucken. Es werden auch über irre viele Trilliarden Mädchen nicht nur belästigt, sondern auch angeguckt. Ja, nahezu viel, viel wichtiger ist nämlich, dass Kern der ganzen Aktion eine Art Unterrichtung der jeweiligen Abteilung in Sportvereinen ist. Das heißt, wer Sport treibt, speziell im Jugendbereich, der kann sich schon mal darauf einstellen, oder vielleicht hat es möglicherweise schon erlebt, ja, dass da irgendwelche Leute kommen und Gender- oder Gleichstellungsinhalte vermitteln wollen, beziehungsweise euch vermitteln wollen, ja, wie ihr zu besseren Männern werdet, ne? Wie ihr mehr Respekt gegenüber Frauen und Mädchen aufbringen könnt, ja, obwohl ihr weder eine anguckt noch eine ansprecht, aber ihr kriegt es trotzdem nochmal erklärt, ne, was man nicht machen soll, weil sonst haben die nichts zu tun, ne? Das heißt, hier ein 1,5 bis 2-stündiger Schnupperkurs soll aktiv gestaltet werden. Das heißt, ein Training wollen sie euch dafür nehmen. Teilnehmerinnen, also nur Frauen jetzt oder wie, oder ist das jetzt genderisch gemeint oder was? Sport oder eine ist Frauenquote werben. Oder soll ich das wohl doch nur an Frauen wenden? Nee, okay. Inhalt kurzer Theorie-Teil, Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, ja, da wird dann mal eben vermittelt, wie die Statistiken aussehen, die zurechtgebogenen Rollenspiel zur Selbstbehauptung. Weitergehende Angebote hinweisen, okay. Checkliste, bla, Kursleitung klären, okay, das richtet sich offensichtlich an Frauen. Okay, also hier sollen nur die Frauen das lernen, das so verstanden sind. In alle Vereine gehen wollen. Also Jungs und Männer sollen andere gesundheitsorientierte Kurse angeboten bekommen. Da muss sich die Aktion noch klar an Männer richtet, ja. Aber wenn es dann geht, irgendwie was zu machen mit Warm und Kuchen und Kaffee und so, dann ist das wieder nur für die Frauen. Ja, der Knaller ist aber eben, das kommt ja auch im Prinzip vom Staat und dann gibt es natürlich da eben auch den Preis und den verteilt hier die Manu Schwesig und der Ilse von der Rittermilchers. Und die haben ja nicht nur die Wormatia Worms ausgezeichnet, sondern eben auch noch ein paar andere ausgezeichnet. Aber erstmal natürlich ist es natürlich ein Lacher, dass sie für so eine Aktion hier mit Boxhandschuhen stehen. Für so eine Anti-Gewalt-Aktion, ja, mit Boxhandschuhen sich kleiden. Aber vielleicht hatten sie nichts anderes Rotes und irgendwas Rotes muss ja nochmal ausbilden, ne? Hier heißt es denn auch, Schlagfertigkeit beginnt im Kopf und nicht in den Fäusten. Ja, obwohl ihr eure Fäuste eben für die Schlagfertigkeit vorbereitet habt. Und die Geister häufig nicht, ne? Das propagierte schon der bekannteste Widerstandskämpfer Gandhi. Doch selbst der wusste, dass wir uns in puncto Gewaltlosigkeit manchmal ein wenig durchboxen müssen. Ah. Aber Widerstand leisten nicht nach dem Auge-um-Auge-Prinzip, sondern gewaltfrei und selbstbestimmt. Portionsschläge nicht in den Fäusten oder in den Köpfen der Menschen, auch wenn man nur Schwesig. Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist wichtig. Frauen müssen geschützt werden. Ja, kann man ja auch machen. Kann man für Jungs auch machen. Kann man auch geschlechtsunabhängig machen. Im Alter festlegen oder so. So eine Schlagkraft im Sinne von Aufklärung, Prävention und Empowerment von Frauen und Mädchen befürwortet und forderte die Ministerin in ihrer Rede zur Preisverleihung des DOSB-Vereinswettbewerbs. Ja, also die redet, je mehr Frauen im Publikum sind, desto feministischer redet die, habe ich letztens gehört. Und ausgezeichnet hat sie letztes Jahr, und zwar sind es Vereine, die sich gemeinsam mit lokalen und regionalen Kooperationspartnern für Frauen und Mädchen stark machen und damit entscheidend zur Gewaltprävention beitragen. Ja, ganz bestimmt, denn die meisten Gewaltausübenden und Gewalterleidenden sind halt immer noch Männer, deswegen wird man da sicher einen entscheidenden Schritt nach vorne kommen. Dann sollten die Zahlen mal wieder hochgehen, damit ihr euren Job sicher habt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da gewünscht ist, warum man das unbedingt so
ins Bewusstsein der Leute bekommen möchte, die das nicht im Bewusstsein haben, weil es nahezu nicht existent ist. Jetzt haben die aber einen ausgezeichnet hier, ganz oben auf dem Siegertreppchen, landete der Selbstverteidigungsverein Rüsselsheim. Und die bekommen 5000 Euro Preisgeld für künftige Gewaltpräventionsaktionen. Und diese haben sie bekommen unter anderem für Mutausflüge. Eine, welche die Selbstsicherheit und auch die Selbstverteidigungsbereitschaft von Mädchen und Frauen stärkt. Mutausflüge, das sind doch Mutproben, oder nicht? Ja? Und Mutproben haben sie doch 30 Jahre versucht, den Jungs auszutreiben, weil das nutzlos männlich ist, weil das natürlich gefährlich ist und Jungs sich auch nicht immer in Gefahr bringen müssen und überhaupt ist das dumm und überhaupt alles so. Aber es stärkt bei Mädchen, stärkt es Selbstsicherheit und die Selbstverteidigungsbereitschaft. Also ein Unterschied zwischen Mutausflug und Mutprobe, den muss ich mal nahelegen. Aber es wird natürlich Geld gegeben, wenn es für Mädchen kommt. Für Jungs war das verboten, beziehungsweise geächtet wurde das jetzt ganz, ganz lange. Und hier wird das in den Stand einer positiven Sache gehoben. Also der Feminismus, die Gender, die rechte Hand nicht, was die linke tut oder so. Und wenn man gesehen hat, wie viele angebliche Feminismen es gibt, dann ist es ja auch kein Wunder, dass die alle in eine andere Richtung laufen. Nur, warum sollen wir das denn alles bezahlen? Ey, macht das doch ja als Privatkram. Hier, 5.000 Euro, 3.000 Euro, ja, wie 3 Monate mit aus, ihr Arschlöcher. Ne? Und da könnte mir dann auch jemand schicken, den unterrichte ich dann in Gewaltprävention oder so, in Liebsein. Ja, die anderen, das war relativ spektakulär. Also finde ich eine Schweinerei und das machen die schon seit Jahren und lassen die sich schon seit Jahren bezahlen von uns. Ja, es ist auch, wird immer alberner, die Nummer mit den Handschuhen da, die Wormatia Worms, nur gegen Männer, nur gegen Jungs, nur für Frauen, nur für Mädchen. Ja, langsam reizt, ne?